Kapitän Klaus Volk auf seiner täglichen Route. Mit dem Laborschiff Max Prüss fährt der 61-Jährige nun schon seit über 30 Jahren über den Rhein. Seine Aufgabe ist es, Messfahrten für Biologen und Chemieunternehmen durchzuführen. Das Problem? Bei jeder Fahrt stößt das Schiff Schadstoffe aus, ganz ähnlich wie ein Auto auf der Autobahn. Ja, praktisch hat ein Schiff gleiche Motoren wie zum Beispiel schwere Nutzfahrzeuge, also kommen auch die gleichen Schadstoffe hinten heraus. Das sind zum einen die Stickstoffdioxide, das sind die Partikel, das sind aber auch Kohlenwasserstoffe und Kohlenmonoxid. Und alle Stoffe sind in irgendeiner Form gesundheitsschädlich oder schädlich für die Natur und sollten minimiert werden. Den Startschuss dafür gibt nun eine neue Abgasreinigungsanlage. Sie kann bis zu 90% der Schadstoffe herausfiltern. Florian Franken ist Geschäftsführer der Firma Teehag, welche die neue Anlage eingebaut hat. Wir haben in den letzten 3 Wochen die alte Abgasanlage von beiden Antriebsmotoren demontiert. Das war eine Altanlage, die ausschließlich aus Schalldämpfern bestand, und haben an die Stelle eine neue Abgasreinigungsanlage aufgebaut. Aus Partikelfilter und SCR-Technik. Das heißt, wir können mit dem neuen System alle 4 Schadstoffgruppen eines Dieselmotors reduzieren und das nachhaltig. Die Anlage selbst ist eine Sonderanfertigung. Weil jedes Schiff von innen anders aussieht, kann man keine vorgefertigten Anlagen kaufen. Auch die Idee, einfach einen neuen Motor einzusetzen, klingt gut, ist aber weniger effektiv, erklärt Florian Franken. Es gibt heute als Industriemotorenlösung noch kein Angebot einer vergleichbaren Anlage, wo man vergleichbare Reduktionsleistungen, also Reinigungsleistungen des Abgas, mit erzielen kann. Das heißt, zwar stoßen neue Industriemotoren heute schon deutlich weniger Schadstoffe aus als die alten Schiffsmotoren. Im Vergleich mit Florian Frankens Anlage sind diese aber immer noch deutlich zu hoch. Zudem sind viele Schiffe nicht bereit, ihre Anlagen aufzurüsten. Wenn sie einmal die Zulassung haben, wird oft nicht mehr nachgebessert. Hier fehlen noch wichtige Richtlinien, sagt Dr. Andreas Brandt. Leider gibt es noch keine Umweltzonen für Schiffe. Schiffe mit diesen Motoren, wie sie die Max Prüss hat, dürfen in Städten anlegen oder auf Rheinabschnitten fahren, in Städten, die Umweltzonen haben. Das ist aus meiner Sicht zu verbessern. Ob das geschieht, bleibt abzuwarten. Bis dahin fährt die Max Prüss als gutes Vorbild über den Rhein.